Grazie. Nehmen Sie doch bitte Platz. Frau Bürki. Frau Bürki. Schön sind Sie bei uns. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche eine Nebenbeschäftigung, die besonders gut meine Talente ist. Ja, alles klar. Kommen wir doch bitte zur Sache. Haben Sie Ihre Dokumente dabei, wo Ihre Fähigkeiten belegen? Lebenslauf und Motivation schreiben. Geschichte und Gedicht. Und mein Schwimmdiplom. Schwimmdiplom. Also, aufgewachsen in... Aha, schwimmen mit, okay. Haben Sie wenigstens irgendein Talent, das man darauf aufbauen könnte? Ich habe mal Blockflöte gespielt. Blockflöte? Ja. Ich zeige Ihnen das Video. Ja, das scheint schon einige Jahre her zu sein. Was haben Sie denn sonst noch für andere Fähigkeiten? Ich kann gut zeichnen. Zeichnen? Ja. Also, dann zeichnen Sie doch bitte mal. Schauen Sie sich ein bisschen nach rechts. Ja, so bleiben. So bleiben. Okay. Sehr hübsch. Haben Sie denn sonst noch irgendwelche Fähigkeiten? Tanzen? Also TikTok-Dance. TikTok-Dance? Ja. Yeah. Ich zeige Ihnen eine. Arbeitsamt, Nebenbeschäftigung, Hans Ernst, grüezi. Also ich muss schon sagen, Sie sind wirklich ein sehr schwieriger Fall. So wenig Talente von einem Haufen habe ich noch nie gesehen. Wenn Sie immer noch so dringend eine Nebenbeschäftigung suchen, fällt mir wirklich nur noch etwas ein. Live aus dem Theater am Gleis in Winterthur. Das ist die Beta Show Deluxe Nummer 7. Heute Gast Trina Krishnaraya. Begrüßen mit einem tobenden Applaus die Moderatorin vom heutigen Abend, Joanna Bürki. Willkommen zu der Beta Show Deluxe Nummer 7. Schön sind ihr alle da, vor Ort im Theater am Gleis in Winterthur, aber auch zu Hause vor der Flimmerkiste eurer Wahl. Und ja, ich meine auch genau dich, Janik, genau dich zu Hause auf dem WC. Also, gerade vorher, als ich da auf dem Weg daher war, dann bin ich noch kurz beim Kiosk vorbeigegangen und habe mir die losgekauft. Aber was es mit denen auf sich hat, dazu später in der Sendung. Zuerst mal ohne gross umzuschweifen zu unserem heutigen Gast. Sie hat letztes Jahr als Newcomerin einfach mal so den Swiss Comedy Award abgeräumt. Und heute ist sie bei uns. Stellt also eure Lachmuskeln auf die Gym-Mode, weil da ist Trina Krishnaraya! Ja? Hallo miteinander. Jetzt wäre komisch, zum ohne Mikrofon. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich komische Bewegungen mit meiner Hand oder so. Aber das ist okay. Ich finde es mega schön, wie ich gerade angekündigt worden bin. Das ist nicht selbstverständlich, muss ich sagen. Weil ich habe ein Problem. Leute haben Angst vor meinem Nachnamen. Ja, das ist wirklich so. Ich meine, es gibt so ein bisschen drei Situationen, wo da vor allem so ein bisschen zur Geltung kommt. Rangverlässige Anwesenheitskontrolle. Haben wir einfach nie gemolden. Oder in der Gastronomie. Ich meine, ich will nichts Böses, aber ich rufe dann einmal an und meistens ist dann so, ja, grüezi, gerne Tisch für vier, auf den Namen Rina. Ich weiss, er kommt, ich sage einfach Rina. Dann so, ja, gerne Nachnamen bitte. Ich so, okay. Krishnaraya. Sorry, das Netz war ein bisschen schlecht. Könnt ihr es mal sagen?
Ich so, ja, okay, gut. Ich gehe richtig so die scheisse Position, ich bin richtig parat. Krishna Raya! Gut, dann Tisch für vier auf den Namen René Fischreia. Okay, gut. Sag doch gleich, du hasst mich. Aber nein, das ist voll okay. Ich bin ja jetzt mittlerweile eben voll berühmt. Kurze Frage, wer kennt mich? Eben, seht ihr die Definition von voll berühmt in der Schweiz? Ja, problematisch. Es ist ja so, SRF Best Comedy, SRF Best Talent Comedy, genau, den Preis habe ich gewonnen. Und da gibt es bei SRF 4 drei Sparten, die es da gibt. Es gibt SRF Best Talent Sports. Die bekommen dort 10'000 Franken Preisgeld über. 10'000 Franken. Bei Musik ist es nochmal krasser. SRF Best Talent Music bekommt 12'000 Franken Preisgeld über. Ich habe einen Stein bekommen. Und ein bisschen Ruhm und Ehre, wobei ich eben Ruhm ein bisschen halb definiert ist, also so 2 von 30 Personen, so ja, voll. Nein, es ist voll okay, es ist voll okay. Wenigstens hat meine Gemeinde mega herzig reagiert. Also ich weiss noch, sie haben ein Plakat gemalt für mich. Ich komme von Grub, Appenzell Ausserrhoden. Ich weiss, ihr kennt alle. Auf jeden Fall haben sie für mich ein Plakat in der Gemeinde aufgestellt und richtig herzig beschriftet. Herzliche Gratulation, wir lieben dich, Rina K. Sie können ins Einwohnerregister schauen, aber schon gut. Vielleicht haben sie einfach keinen Platz mehr gehabt. Ist auch ein langer Name. Ist voll okay. Es war mega cool, wo sie dann gesagt haben: Hey, es ist natürlich eine stolze Gemeinde, hat ein Blättchen. Wir haben auch Gruber Blickpunkt, der ist heiß geliebt von allen Ü80 Leuten. Auf jeden Fall ist es echt, haben sie mir angeschrieben, hey, wir freuen uns mega, wir müssen einen Beitrag über dich machen. Und ich habe dann mega herzlich zurückgeschrieben, hey, mega cool, da haben die Bilder. Und dann haben sie zurückgeschrieben, hey, wo ist der Rest? Ja, ich habe dann den Artikel selber über mich geschrieben. Ja, wir haben eben so einen Gemeinschreiber gehabt, der ist dann pensioniert worden. Er ist dann wieder zurückgekommen, aber dann ist er verstorben. Ja, es ist, ja, wir suchen noch jemanden, hey. Falls jemand etwas Lust hat. Ich muss nicht mehr schreiben können, ich muss einfach nur dort hocken. Ja, es ist so eine Sache. Und ich meine, eben, das war dann alles. Und ich habe den Film aber wirklich, wirklich genossen. Vor allem, ich studiere jetzt in Bern. Und dort erkennen mich wirklich tatsächlich 2-3 Leute. Also, sie haben mich wirklich, also, es war wirklich krass gewesen. Es ist nur so ein bisschen die Problematik. Ich stelle es euch mal nach. Wir sind in so einem riesen Saal. 2 Stunden, du stehst nicht mehr auf. Und dann hörst du einmal nach, neben irgendjemand Fremden. Und dann so, irgendwie kommst du mal bekannt vor. Und ich so, ja, voll, weiss, was du meinst. Und ich jetzt auch so, ah, du machst kommen. Und ich so, ja, voll, ich habe so einen Preis gewonnen. Und ich so, ah, hey, gratuliere. Und ich so, hey, danke. Bist du von Bern? Ja, voll, du nicht, gell? So, ja, voll. Ja, das sind dann 2 Stunden. Und das ist eher eine Bestrafung, dass man mich jemanden erkannt hat als Ding. Ich meine, manchmal, einfach um den Fame zu spüren, stehe ich ab und zu am Wochenende an so Bushaltestelle und warte einfach. Nein, Spaß, das ist gar nicht. Auf jeden Fall. Schon einmal dort, hat mich dann tatsächlich einmal hat mich dann jemand angesprochen. Und er so, ja, du kommst mir so bekannt vor. Und ich so, ja, ich weiss. Und er so, ja, ah. Und ich so, ja, Comedy. Und er so, ah ja, das ist doch so ein Preis gewonnen. Und ich so, ja, voll. Hey, meine Oma hat dich im Fernsehen gesehen. Ja, das Publikum von SRF ist doch ein bisschen, ja, am Aussterben. Aber ist okay. Ist okay. Ich habe echt coole, coole Auftritte. Also, ich muss sagen, anfragenmässig bin ich top dabei. Es gibt aber jedoch auch ein bisschen komische Anfragen. Ende Jahr hat mich eine sehr bekannte Schweizer Show angefragt. Sie ist sogar heute im SRF gelaufen. Meine Küche, deine Küche. Ja, ich meine, ich bin kochentechnisch auf dem Niveau gewesen, dass mir in der Sekt mal das Tiptopf weggenommen worden ist. Sind wir auch nur mit statt Aroma mit Hebamari kochen lassen. Es war wirklich ganz schlimm gewesen. Die bessere Anfrage ist dann 2 Wochen drauf gekommen. Dunstiges Jass. Ich kann nicht jassen. Ich kann Arschlöchle, aber das ist nicht das Gleiche, habe ich gehört. Ja. Aber das Highlight war eigentlich, als ich an das Arosa Humor Festival angefragt wurde. Das war richtig krass. Es ist ja dort ein riesiges Zelt aufgebaut worden in den Bergen.
Wir waren in der Bar nebendran am Spielen. Aber das Zelt hat voll schön ausgesehen. Nein, die Leute waren besoffen, die Bar war auch voll okay. Und dann haben wir gespielt und wir haben einfach neben unserem Auftritt noch 4 Tage Skipass bekommen. Pro Comedian. Zu diesem Zeitpunkt bin ich aber noch nie Ski gefahren. Und das ist, aber ich habe gedacht, ich war dann ein bisschen kritisch gewesen, habe auch dann erfahren, dass so ein Skiticket den Wert hat von einer sri-lankischen Monatsmiete. Habe ich dann sie dankend angenommen. Und ich bin richtig parat dort angegangen. Ich habe wirklich eingepackt Skibrille, Skihelm, Skistöck. Ich habe ein Rega-Kärtli geholt. Ich bin so parat dort an und es war der schlimmste Tag von meinem Leben. Es ist wirklich, schon mal mit dem Lift dort rauffahren, ist mega schlimm. Ein Tellerlift. Irgendwie wird da so zwischen die Beine geklemmt, du darfst aber nicht mal abhocken, du musst stehen. Und die Fahrt darauf ist auch nicht unbedingt schön. Ich meine, du konzentrierst dich selber, dass du irgendwie heben kannst. Links und rechts liegen so Leute. Und du bist so. Du lässt so die Skibrille an, dass du so nicht siehst, fährst weiter. Dann greift so ein Dreijähriger nach dir und du mit dem Skistock: Gang weg, Alter! Ich kann mich selber nicht heben. Was machst du? Irgendwann bist du dann auf dem Dom auf dem Berg angekommen und du denkst, ah, ja, jetzt geht es ja nur noch runter. Nein, es geht nicht einfach nur noch runter. Ich meine, ich war in einer Pizzastellung. Krämpfe, Wadenkrämpfe. Ich meine, alle Mütter, die hier hocken, ich weiss jetzt, wie sich eine Geburt anfühlt. Ich weiss es. Und es ist wirklich, du fährst und jeder muss die Kurve probierst, einfach nicht zu sterben. Und an dir fährt wieder so der Dreijährige vorbei. Dreimal. Und ich so, nein, wieso? Ja, irgendwann kommst du dann aber am Mittag in die Skihütte an. Das ist dann wirklich die Erlösung. Ich bin richtig bereit mit meinen Ski, habe ich dort reingehen. Meine Kollegen sind so, hey, was machst du? Ich so, ja, ich nehme die Ski rein. Und sie so, das macht man nicht. Und ich so, hey, wo denn sonst? Sie so, ja, wir lassen es einfach draussen. Ich bin so, Alter, dein Ernst? Da draussen zwinti, tun einmal Leute ihre 20 Franken Occasionsvelo mit einem 300 Franken Schloss an irgendeinem Vorladen machen. Und ihr lasst eure 5'000 Franken Ski einfach da auf. Ich meine, wenn meine Cousins einen Tellerlift fahren könnten, die Ski wären nicht mehr dort. Ja, ich meine, es ist schon toll, dass wir das Comedy Award gewonnen haben, aber meine Küche, deine Küche, Dunstigsias, Skifahren. Ich habe das Gefühl, ich bin low-key so ein Integrationsprogramm reingerutscht. So, es ist voll okay, aber ich meine, wenn mich nächste Woche eine Bauerledigung gesucht anfragt, dann... Ich will einfach mitmachen. Ich meine, meine Eltern würden nicht mal empört. Sie würden so am Hans, Uli, Fritz so die Hände schütteln. 3 Siege mehr und wir haben einen Deal. Danke vielmals. Das war Rina Krishnaraya. Und wir sehen sie gerade nachher hier nur bei uns auf dem Gästesofa. Wenn ihr etwas hier ins Internet stellen wollt, zu der Sendung, dann vergesst nicht, Hashtag BetaShowDeluxe zu benutzen. Euer Feedback, egal ob positiv oder positiv, nehmen wir sehr, sehr ernst. Aber jetzt kommen wir doch zu etwas Aktuellem. An diesem Montag haben 3 Männer eine eher ungewöhnliche Begleitung mit in den Zug genommen. Und zwar eine ausgewachsene Kuh. Nimm die Zähne! Ja, da haben die anderen Passagiere nicht schlecht gestaunt. Die Herren haben wohl den Disney-Film «Die Kühe sind los» ein bisschen falsch verstanden. Falls die Kuh Hunger bekommt, oder für andere Fälle, haben sie sogar Schaufeln und Kübel dabei gehabt. Gut, den Kübel haben sie schon vorher gehabt, weil dort war wahrscheinlich nur ein Sangria-Früchtebowl drin. Ja. Out und gelaufen ist eine Aktion vom SRF-Meteor-Moderator Gaudenz Fluri. Bei frostigen Temperaturen im Januar hat er sich in der Abendausgabe auf einem Meteordach aufs Glatteis gewagt. Wir schauen jetzt, ob das doch tatsächlich hebt. Haben es bis jetzt noch nicht probiert. Schauen wir mal. Es bricht! Also, 3-4 cm lange nicht. 5 sind besser. Ihr jetzt nasse Füße. Ja. Hätte doch besser vorher schon ein bisschen kalte Füße bekommen. Aber trotzdem jetzt umso mehr danke, Gaudenz Fluri, so habe ich für mein nächstes Date ein Gesprächsthema, das wörtlich das Eis bricht. Ich bin ja bekanntlich auf Tinder. Wer hat das gesagt? Ja. Also, vom Wetter zum Sportjournalismus. Ein grosses Shoutout an alle Frauen im Journalismus. Besonders in der Sportressort. Dort hat sich Ende Januar ein Reporter vom ORF eine ziemlich peinliche Übersetzungspanne geleistet.
Der aufgeweckte Reporter in der Sprecherkabine hat nämlich ein Interview von seiner Reporterkollegin simultan übersetzt. Interviewt wurde ist die Skirennläuferin Michaela Schifrin nach ihrem Sieg im österreichischen Kronplatz. Hey, I'm kind of an unfortunate time. Das ist sehr viel los jetzt. Sehr anstrengend. So I'm like, ich kann nicht einmal zum Rad fahren, was ich immer mache jedes Monat. I totally understand. Der ORF-Kommentator als Mann hat es dann halt nicht so totally understand. He. Aber schwamm drüber. Im Sinn von der Schweizer Neutralität wollen wir uns dann nicht zu fest äußern. Wir lassen das lieber vom Experten in Sachen Übersetzung bewerten. Wir können uns nicht äußern. Ja. I cannot, nothing fade to this issue. Also der Sendeanfang war jetzt gerade schon ein bisschen anstrengend. Liebe Regie, können wir Werbung reinlaufen lassen, oder? Keine Energie mehr? Wir haben die Lösung. Der frische Kick weckt. Und für die Morgenmuffel der frische Punch. Holt dich voll ins Leben. Das neue Tabu, komm, wir spielen jetzt. Yay, geil! Etwas passiert, oder etwas ist passiert, und es wird nicht alles ganz klar gezeigt. Ist ein Bericht? Nein. Es ist zum Beispiel in Ländern wie zum Beispiel Nordkorea. Ja, es ist in so gesehen. Ah. Es tut weh. Macht keinen Spass. Zahnarzt. Wie wenn das Land, wenn es Krieg. Tabu in der Russland Edition. Das Spiel mit echten Konsequenzen. Bald auch in der China Edition. Schön, dass ihr dran geblieben und willkommen zurück. Also ich will jetzt nicht werblich sein, aber jetzt kommt ein Mann von seinem Fach zu uns auf die Bühne. Wochenlang hat er recherchiert. Er ist der geborene Interviewer, hat tiefschürfende Fragen gestellt und Antworten auf die drängendsten Probleme unserer Zeit bekommen. Und die bringt er jetzt zu uns. Ich schätze mich glücklich, ihn meinen Kollegen nennen zu können. Und ihn hier in unserer Show begrüßen zu dürfen. Da ist unser Reporter, der Josh! So, Josh, du warst für uns draußen auf der Straße und hast Antworten gesucht für die drängendsten Probleme unserer Zeit, oder? Was hast du herausgefunden? Ich habe einen extensiven investigativen Journalismus betrieben. Und das Produkt, das ich jetzt gesehen habe, produziert. Und mehr möchte ich dazu noch gar nicht weiter erzählen. Okay, sollen wir es einfach anschauen? Ich denke schon. Perfekt. Mats ab! Heute sind wir in der Strasse von Zürich mit Peter Show Deluxe und machen eine kleine Strassenumfrage. Was macht eine gute Strasse aus? Dass man viel Kaffee hat, dass man viele Einkaufsmöglichkeiten hat und dass man viel zu. Stopp. Josh, was ist das? Ich habe gemeint, eine Umfrage auf der Straße, nicht über die Straße. Ich habe jetzt schon so viel Zeit in das investiert. Und also, wir haben da wirklich spannende Erkenntnisse und ich glaube, es würde sich lohnen, weiterzuschauen. Was versteht ihr unter einer Straßenumfrage? Well, probably what you just did. Straßenumfrage, das ist eine Umfrage über Straße auf der Straße. Da haben wir es zuerst gehört, das ist genau korrekt so. Merci vielmals. Wir sind der Beta Show Deluxe und fühlen den Puls von der Straße. Was ist eure Lieblingsstraße? Ja, Las Ramblas in Barcelona. Well, depends. I like driving cars on asphalt. Beton, Teer. Ich finde, genau so eine Straße, die wir jetzt hier haben, mit Pflasterstein. Es hat Charakter. Es erinnert mich an. Ja, Geschichte. Die Herkunft. Oh, ich glaube, eine Marktlücke gefunden.
Eine gute Straße, das ist eigentlich, wo man sich wohlfühlt. Teer mit Grün. Teer mit Grün. In Singapur. So wie in Singapur. Und denkt, da laufe ich gern durch, da schaue ich links und rechts und denke dann so, oh, das ist aber schön da. Na, schöne Häusle, schöne Nachbarschaft. Pirouette. Also gehen wir weiter. Blumen, Leute, ja, Touristen halt auch. Do you know everything about streets? I know everything about streets. Wie viele General-Dison-Strassen gibt es echt in Zürich? Mindestens eine. Mindestens eine. Nein, natürlich war das ein kleiner Gag. Wir führen jetzt eine richtige Strassenumfrage durch. Wie ist denn Ihre Meinung zu der allgemeinen europäischen Lage im Moment? Was macht Sie als Strasse so geeignet, um diese Frage zu beantworten? Das war die Strassenumfrage und ich hoffe, ihr habt auch etwas dabei lernen können. Eine Show mit Peter Show Deluxe auf die Beine zu stellen, das kostet enorm viel. Man braucht Leute an der Kamera, in der Regie. Irgendjemand muss mich natürlich auch gelegentlich während der Sendung die Füße massieren. Nein, Spaß. So, jetzt lang geht's. Also, und weil es so teuer ist, eine Fernsehsendung wie die zu produzieren, versuchen wir doch mal etwas Neues für unsere Finanzierung. Und spielen jetzt mal Lotto. Gibt es etwas Besseres als eine Cremeschnitte? Ja. Zwei Cremeschnitte. Jeden Mittwoch und Samstag Millionär werden. Swiss Lotto. Niemand macht mehr Millionäre. Jetzt gerade sind stolze 3,9 Millionen Franken im Putt. Stellt euch mal vor, wie viele Cremeschnitte man sich damit leisten könnte. Ja. Aber nehmen wir das. Wie stehen denn mathematisch gesehen die Chancen auf den Hauptgewinn? Also 6 richtige und Zusatzzahl. 1 zu 31 Millionen. Hey, das klingt fast wie ein Song von Max Giesinger. Einer von 31 Millionen. Also 1 zu 31 Millionen. Gut, die Wahrscheinlichkeiten liegen jetzt, sind nicht sehr hoch. Es ist sogar 144 Mal unwahrscheinlicher, als von einem Blitz getroffen zu werden. Oder 167 Mal unwahrscheinlicher, als bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen. Es ist sogar 273 Mal unwahrscheinlicher, als an einem Hundebiss zu sterben. Okay, die Chance zu gewinnen ist also sehr klein. Das ist jetzt vermutlich wahrscheinlicher, dass ich noch ein erneutes Revival von Benissimo erlebe. So viele los und so viele tolle Gewinne. Gibt es denn bis Swiss Lotto nicht doch noch einen Weg, um trotzdem mal das Geld zu kommen? Achtung! Achtung! Dank Swiss Lotto und anderen könnt wir unser Theater betreiben. Wir danken Swiss Lotto für die grosszügige Unterstützung. Unsere Show ist eine Mischung zwischen Gesang, Comedy und lustigen, leicht absurden Geschichten. Wir hatten einen Unfall und sind tot. Das ist die witzige Ausgangslage für unser neues Stück. Was hat ein Engel, wenn er auf einen Misthaufen geht? Ein Kotflügel. Und was hat ein Engel, wenn er sich der Gruppe anschließt? Genau, keine Flughöhe in Sachen Humor. Ja, aber es stimmt ja. Das Geld bekommt nicht einfach Kotflügel und fliegt weg. Es ist nicht so, dass jemand das Geld einfach am Vatikan weitergibt oder damit nach Moskau reist. Nein, die Einnahmen von Swiss Lotto kommen allen nicht so gut. Also, Rubeln für den guten Zweck? Da gebe ich vollen Einsatz. Dank diesen Einsätzen kommen rund 1 Million Schweizer Franken pro Tag dem Gemeinwohl zugute. Damit werden durch die Kantone rund 12.000 gemeinnützige Projekte in den Bereichen Kultur, Sport, Umwelt und Sozialwesen unterstützt. 1 Million pro Tag für Kultur, Sport, Umwelt und Sozialwesen. Strichst gemeinnützig und alles bis auf Sport weg und voilà, Cristiano Ronaldo. 2021 hat Swiss Lotto einen Umsatz von gut 2 Milliarden Franken und knapp 700 Millionen Franken Reingewinn gemacht. Und genau der Reingewinn wird dann über den Lotteriefonds verteilt. Aber für was denn? Diskussion um Lotteriefondsgeld für Swissindors. Stiftung zahlt Geld zurück in den Lotteriefonds. Kanton Solothurn finanziert sein Leitbild mit Geld aus dem Lotteriefonds. Aber das sind doch bloß Einzelfälle. Oder wie wird da verteilt? Die Rundschau hat das 2020 ausgewertet. Es gelingt uns,
erstmals Zahlungen zu Kultur, Umwelt und Soziales der letzten Jahre systematisch auszuwerten. Den Sport klammern wir aus. Eine Auswertung von 11 Deutschschweizer Kantonen. Über 28.000 Zahlungen. Die Analyse zeigt, Millionenbeträge machen einen Drittel der ausgewerteten Summe aus. Ein großer Teil des Geldes fließt an Top-Institutionen wie Theater, Museen oder Konzerthäuser. Nur etwa 5% der Summe fließen an kleinere Vereine mit Beträgen bis 10.000 Franken. Am Schluss bekommen wir also primär nicht die kleinen Kulturprojektgeld, sondern vor allem die Hochkultur. Auch hier im Kanton Zürich. Zum Beispiel 30 Millionen Franken für die Erweiterung des Kunsthauses. Wir hätten gerne im Innern des Museums gefilmt, aber Aufnahmen erlaubt man nur für 200 Franken pro Stunde. Wir verzichten. 200 Franken pro Stunde für einen Neubau in der Stadt Zürich? Ja. Nichts Neues für Mieterinnen und Mieter. Grosse Kulturinstitutionen wie eben das Zürcher Kunsthaus werden aber eher weniger von ärmeren Menschen besucht. Das mutmasst zumindest Avenir Suisse. Es geht wahrscheinlich nicht die grosse Breitmasse ins Theater, sondern nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Und tendenziell sind diese Kulturgänge wahrscheinlich eher die, die viel verdienen. Und das ist eben genau ein Beispiel für die Umverteilung von unten nach oben, die mit dieser Lotterie stattfindet. Dabei sind gerade Glücksspieler eher Menschen, die weniger Geld verdienen. Und ärmere Menschen geben im Verhältnis zum Einkommen auch noch deutlich mehr für Lotterspiele aus als Reiche. Das zeigt eine repräsentative Studie von Forschenden in Deutschland. Die Ärmsten mit falscher Hoffnung um ihr Geld bringen. Hey, CFD-Trader lieben den Trick. Komm in meine Gruppe. Aber wer entscheidet am Schluss über den Lotteriefonds? Wer verteilt das Lottogeld? Es sind Kantone, in den meisten Fällen genauer genug der Regierung. Und das ist nicht unproblematisch. Das Problem im Lotteriewesen ist, dass der Staat gerade drei Rollen einnimmt. Also Kantone sind Regulator, also Polizist. Sie betreiben Glücksspiel, ihnen gehören nämlich die Lotterieorganisationen. Und sie entscheiden auch über die Verteilung dieser Gelder. Und diese drei Rollen die führen natürlich dazu, dass es zu Interessenskonflikten kommt. Und manchmal haben die Kantone neben diesen drei Rollen eben auch noch die Rolle des Lausbubs. Weil das nicht irgendwie unabhängig verteilt wird, die Gelder, fließt also auch oft mal ein Franken aus dem Lotteriefonds in Sachen, die dann wirklich weit weg sind von der Gemeinnützigkeit. Ein Beispiel wäre Archäologie in den Kantonen, wenn ich Aufgabe von den Kantonen ist und wo dann so finanziert wird. Aber halt, ist das denn überhaupt erlaubt? Da muss ich schnell nachschauen im Geldspielgesetz. Einen Moment. Nein. Die Verwendung der Reingewinne zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher gesetzlicher Verpflichtungen ist ausgeschlossen. Uiuiui. Aber das haltet sie nicht davon ab. Regierung stopft Löcher in der Staatskasse mit Geldern aus Lotteriefonds. Was gemeinnützig heißt, ist dehnbar. Wie sich die Kantone an den Lotteriegeldern vergreifen. Kantone Aargau und Solothurn bedienen sich beim Lotteriefonds. Und das sind längst nicht die einzigen Beispiele. Bei Gastauftritten in anderen Kantonen ist es fast schon Alltag, sich an den Lotteriefonds Gelder zu bedienen. Immer wieder kommen Kantone in die Schlagzeilen. Sie finanzieren ihre Gastauftritte an Volksfesten, am Sachsilüte oder an der Olma mit gemeinnützigen Lotteriegeldern. Einweihungsfest der Westumfahrung in Zürich. Mit Konzert von DJ Bobo. Eine 500.000 aus dem Lotteriefonds. Wahlfeier für die frisch gewählte Bundesrätin Doris Leuthard. Circa 250.000. Die Luzerner Regierung wollte sich eine Werbetour nach Moskau aus dem Lotteriefonds bezahlen. Kostenpunkt 350.000 Franken. Werbetour nach Moskau? Ist ja logisch. Wo kann man sich sonst besser für neue Fasnachtsfratzen inspirieren lassen, als beim Putin höchstpersönlich? Volksfest, Archäologie oder Werbereisli. Vielen Lottospielenden bringt das wenig. Ohne Reformen behalten Kantone auch in Zukunft die konfliktbehaftete Mehrfachfunktion. Ohne Parlamentseinfluss über die Geldvergabe entscheiden und sich gleich noch selber auf die Finger schauen, dann wird ja sogar der Gianni Infantino von der FIFA eifersüchtig. Today I feel... Lotto Winner!
Lottogelder können so dann auch an plötzlich an unerwartete Institutionen außerhalb der Schweiz gehen. Etwa an die päpstliche Schweizer Garde, weil die Garde braucht eine neue Kaserne. Aber das Geld dafür kommt nicht etwa aus dem Milliardenvermögen des Vatikans, sondern aus der Schweiz. Die Walliser Regierung hat dem Vatikan 1 Million aus dem Lotteriefonds zugesichert. Informiert wurden Parlament und Bevölkerung erst nach dem Beschluss. Um Himmels Willen. Fassen wir also zusammen. Die Kantone können im Moment so ziemlich alles mit dem Lottogeld machen, was ihnen so in den Sinn kommt. Das ist ja fast wie ich, wenn ich meinen Lohn erhalte. Was? Ich werde nicht mal bezahlt für das hier. Jetzt muss ich trotzdem noch weiter. Vom Geldsegen der Kantone aus dem Lotteriefonds profitieren grosse Kulturpaläste viel häufiger als kleine Kulturprojekte. Und die, die überhaupt Lotto spielen, die haben sowieso schon oft sehr wenig Geld zum Leben. Arme finanzieren also die Hochkultur. Hey, das Mittelalter gerne seine Idee zurück. Und da wäre ja noch die Wahrscheinlichkeit, überhaupt einmal beim Lotto zu gewinnen. Die ist nämlich verschwindend klein. So klein, dass man uns das gar nicht vorstellen könnte. Ein Sechser mit Zusatzzahl nach Schweizer Modell ist sogar unwahrscheinlicher, als vom Papst heilig gesprochen zu werden. Da ich auf den Tag einschmeicheln. Oder so. Den Ring des Papstes zu küssen galt lange als Zeichen des Respekts in der katholischen Kirche. Aber Franziskus machte global Schlagzeilen im März, als er seine Hand immer und immer wieder vor jenem wegzog, die den Ring zu küssen versuchten. Tja, kein Kuss für den Franziskus. Die sind halt alle zahlt für ihn, oder? Ah, ich will den Kuss. Ich würde den Kuss auch verwehren, wenn umgekehrt ein Priester gerade versucht, mein Kind zu küssen. Aber zurück in die Schweiz. In der Schweiz ist der Mindesteinsatz pro Lottoschein 2 Spiele. Damit verdoppelt sich auch die Wahrscheinlichkeit für den Hauptgewinn. Aber trotzdem ist es immer noch wahnsinnig unwahrscheinlich, den Hauptgewinn überhaupt zu erzielen. Eher angelt sich Leonardo DiCaprio eine Freundin über 25. Machen wir zum Schluss ein einfaches Beispiel, das hoffentlich alle verstehen. Und danke an dieser Stelle für die Inspiration, Mighty Nguyen Kim. So. Nehmen wir das kleine Reiskorn da und malen es an. So. Gar nicht so einfach, ein Reiskorn anzumalen. Oh. Der Pool hier ist mit Reiskörnern gefüllt. Genau genommen handelt es sich hier um ca. gut 300 kg Reis. Oder etwa 1,5 volle Badwanne. Ui, ist schusselig von mir. Wenn wir jetzt alle Reiskörner ganz gut durchmischen würden, und versuchen, das eine bemalte Reiskorn auszuwischen, dann ist das ungefähr so wahrscheinlich, wie den Hauptgewinn zu gewinnen. Bis dann können wir höchstens darauf hoffen, dass der Papst uns heilig spricht. Alle Fakten zum Themenstück wie immer auf betashowdeluxe.ch/facts. Schon mit 19 hat sie den Swiss Comedy Award von SRF gewonnen und gehört somit zu den grössten Hoffnungen in der Schweizer Comedy-Szene. Wie sie überhaupt in das Showbusiness hineingestolpert ist und wie sie jetzt mit dem Erfolg umgeht, verratet sie uns jetzt selber. Da für uns Rina Krishnaraja. Zuerst mal herzliche Gratulation zum Award, auch wenn er offensichtlich nicht ganz das mitgebracht hat, was du dir erhofft hast. Aber trotzdem. Starke Leistung. Danke. Was viele nicht wissen, du hast seit knapp 9 Jahren spielst du Uni-Hockey. Wenn du dich jetzt müsstest entscheiden, Uni-Hockey oder Comedy, was würdest du wählen? Boah, schwierig. Ich glaube, es kommt darauf an. Ich meine, wenn ich halt. Ich meine, bin ich gut? Soll ich weitermachen mit Comedy? Ich habe schon Gläser umgeworfen. Ich mache weiter, keine Sorge. Nein, ich wollte nur den Applaus. Ich glaube, ich würde schon weitermachen mit Comedy. Und müsste man halt einen anderen Sport suchen. Auch Landhockey vielleicht. Ja, ja.
Du hast dich tatsächlich schon mal entscheiden, nämlich an der Award Night. Ja, es ist, das ist so blöd. Also blöd. Es ist cool, dass ich gewonnen habe, aber es war schwierig, dass wir ein Göppspiel hatten. Also ich meine, ich spiele in einem Verein. Wir spielen eigentlich hauptsächlich für den Plausch. Und dann sind wir tatsächlich in der ersten Göpp-Runde weitergekommen. Und dann war aber die zweite Runde quasi genau am Abend von den Swiss Comedy Awards. Und dann musste ich natürlich schon zum Award gehen. Ja. Haben sie gewonnen ohne dich? Nein, nicht ganz. Ich glaube, es war irgendwie 40-0. Ja, ich bin Goalie, sie hätten mich gebraucht, aber nein. Und sie haben ja noch etwas mega Herziges gemacht. Sie haben dir gezeigt, dass sie definitiv deinen Rücken haben. Ja, das Spiel war gerade vor meiner Ankündigung. Und dann haben sie gerade geschaut und mir ein mega, mega herziges Video zugeschickt. Hi, liebe Rina. Wir gratulieren dir ganz herzlich zu deinem Sieg. Ja, und du bist nicht die Einzige, die gewonnen hat, weil Bernhard auch gewonnen hat. Ja. Was sind sonst noch Sachen, die man nicht über dich weiss oder wo du eher versteckt behaltest für dich? Ja, boah, also Talent habe ich eigentlich nicht so viel. Aber ich bin, es gibt einen Flex an jeder Party. Und so, das ist Folgendes. Ja, das ist aber dann auch schon alles. Was hast du noch weitere Passionen neben deinem Comedy? Stimmt, ja. Ich habe halt noch etwas geheim. Und zwar liebe ich schon seit Jahren eigentlich. Eigentlich liebe ich es jetzt immer noch. Und zwar Power Ranger. Ich bin ein riesen Fan von Power Ranger. Kennt da irgendjemand noch überhaupt? Ja, eben. Darum behalte ich es geheim. Ja. Wie bist du denn überhaupt so in die Comedy-Szene reingekommen? Ich habe eigentlich. Also so richtig. Eigentlich der erste Kontaktpunkt. Ich bin auch ins Theater gegangen in der Kante. Und dort hatte ich es auch mega gerne, aber die ernsten Rollen haben mir nie so richtig zugesagt. Und dann, ich war eher so der Impro-Typ einmal und wollte dann auch bei meiner Maturaarbeit etwas Lustiges machen. Und eine Komödie schreiben wäre halt ein riesen Aufwand gewesen. Dann haben wir es halt so weit runterbrechen, bis nur noch Stand-up-Comedy da war. Und am Anfang wollte ich es wirklich nicht machen, weil ich dachte, oh, einfach da rumstehen und ein paar Sachen ins Mikro erzählen, das ist ja gar nicht lustig, das kann ich gar nicht. Aber ich bin dann doch überredet worden dazu, komm, probier es doch. Und ich wollte unbedingt eine künstlerische Arbeit machen. Ja, dann habe ich es gemacht und es sind dann so 45 Minuten in so einem Kultursaal im Kanton gewesen. Und das mega cool geworden. Ich meine, hauptsächlich sind nur Verwandte von mir reingehockt und gelacht, wie sie mich gerne haben. Aber mir hat dann ein Comedian, der Fabio Landert, gesagt, hey, mach doch weiter. Und nachdem ich dann meine Maturaprüfungen geschafft habe, habe ich dann doch so ein bisschen angefangen weitermachen und bin so auf offene Bühnen gegangen. Und ja, irgendwann hat das so ein bisschen seinen Lauf angenommen und auf das Mal habe ich gewonnen. Du hast Maturaarbeit sogar darüber gemacht, oder? Ja. Wie kommt man sonst auf die Idee, eine 45-minütige Comedy-Show zu machen? Man muss mega, mega schlecht sein, schriftliche Arbeiten. Dann wird man verzweifelt genug, dass man so Sachen dann anfängt zu machen. Nein, ich wollte wirklich etwas mega Grosses machen, weil das ist halt mega. Ich habe auch das Geld bekommen und so. Und es ist wie so ein bisschen. Das ist halt wie einmal die Möglichkeit. Also jetzt, okay, im Bachelor halt schon, aber auch jetzt in dieser Zeit habe ich halt so gesagt, hey, einfach da machen, wenn ich will. Und ich habe so einen Papierrahmen, also einen Holzrahmen gebaut, Papier drüber gespannt. Am Anfang von meiner Show bin ich so durchgesprungen. Das war mega unnötig, aber ich wollte es einfach machen. Und ich wollte es wirklich einfach total ausreizen und alles geht. Ja, wow, von einer 45-minütigen Spass-Comedy Show eigentlich bis zum Award her. Und also der Award, das ist ja mega krass. Können wir das Video noch mal schauen? Also, nur vor allem auch wegen dem Alter, kann ich. Ja. Preis SRF 3 Best Talent Comedy geht an Rina Krishnaraya. Alter, ich kann nicht mehr. Sorry, dass ich Alter auf SRF gesagt habe. Hast du noch irgendwelche
Tipps an angehende Comedian? Wow. Ich würde einfach sagen, einfach trauen. Ich meine, es ist oft so, dass man halt das Gefühl hat, man ist gar nicht lustig. Und meistens ist man es am Anfang auch nicht. Aber es kommt in den Punkt, dann wird man irgendwie lustig. Und ich weiß nicht, ich glaube, gar nicht viel nachdenken, einfach machen. Einfach machen. Einfach machen. Ja. Da würde ich dich gerade fragen, willst du mit mir noch ein Spiel einfach machen? Ich glaube, ich habe gar keine Wahl. Ja. Ja. Okay, ich bin dabei. Es heisst, chat me if you can. Oh yeah! Okay, also in dem Spiel geht es darum, dass wir Tinder-Chat-Verlauf haben. Das sind nicht meine, das sind nicht meine. und wir müssen erraten, was die nächste Antwort könnte sein. Okay. Gut, ja. Traumfrau gefunden! Traumfrau gefunden! Willst du mich verarschen? Genau das Gleiche hast du eben meiner Mitbewohnerin geschrieben. Okay, jetzt rate. Was könnte euch die nächste Nachricht sein? Gib du zuerst den Guess ab, dann kann ich noch überlegen. Ah ja, schön. Okay. Ihr müsst dann übrigens klatschen, welche Antwort kühler ist. Okay. Ich würde sagen, ja, ich weiss, ich bin eben mega schüch und ich habe eben zuerst R schreiben, aber sie haben gemeint, nein, schreibe er doch direkt. Und ja, ich habe mich jetzt getraut, ich hoffe, ich komme jetzt nicht creepy über oder so, aber eigentlich, ich finde sie einfach mega hübsch und habe mich nicht getraut, um die anzuschreiben. Okay, meine Antwort ist, wie bei den Lotto-Ski verdoppelt sich dann die Chance auf den Hauptgewinn. Okay. Ah, so. Bock auf den Dreier? Wow. Ja. Kann man auch machen. Okay, jetzt gehen wir zum nächsten. Hi. Bock auf Sex? Klar, immer. Bei dir oder bei mir? Sorry, das war gerade meine Freundin. Vielleicht mal Lust, einen Kaffee trinken zu gehen? Okay, was könnte die nächste Nachricht sein? Bock auf den Dreier? Nein, das ist nicht meine Antwort. Also wenn, dann ein Vierer. Ich meine, die anderen müssen wir auch noch dazuzählen. Oh, ich habe etwas. Okay, nein, sag du zuerst. Okay, ich muss überlegen. Vielleicht mal Lust, einen Kaffee trinken zu gehen. Und nachher Sex? Ich würde sagen, wer Bauchnabel schaut, auch okay. Okay, wer ist für meine Antwort? Sorry, ich trinke keinen Kaffee. Aber hast du mal die Nummer von deiner Freundin? Auch gut. Ich weiß, warum ich nicht auf Tinder bin. Ja. Okay. Aber die ist schon besser gewesen, oder? Ja. Bin ein Gewinner. Ja, die erste ist besser gewesen von dir. Gell? Wir könnten ja so Eis machen. Okay. Ja. Der Christian. Mit dem Gorilla. Nach 3 Jahren Ehe suche ich endlich wieder jemanden für leidenschaftlichen Sex. Interesse? Seit wann bist du denn geschieden? Okay. Bock auf den Dreier? Nein. Oh, ich kann eine. Oh, warte, aber ich bin noch überlegen. Oh, okay. Gott. Wieso hast du das so schnell? Nein. Okay. Okay, soll ich zuerst sagen? Ja. Wer sagt denn, dass ich geschieden bin? Ich würde sagen, seit ich dich auf Tinder gesehen habe. Okay, wer ist für meine Antwort? Klatschen. Und wer ist für meine? Ja. Gleichstand. Also ich finde jetzt schon, das war jetzt wie nicht Gleichstand gewesen. Ja, für mich, oder? Also für mich. Ja, egal. Schauen wir jetzt einfach weiter. Okay. Dann würde ich nämlich besser sein. Wieso geschieden? Ha! Shit. Okay. Ich hab's gewusst. Aber ich habe es nicht vorher angeschaut, okay? Das ist einfach mein Gespür. Petra. Gut, können wir als nächstes zu der Petra, ja? Genau. Dort die erste Nachricht. Wow, was für tolle Augen. Da bekomme ich richtig Wind in der Bluse. Liebes Küsschen aus Schenefeld, Lara. Lara oder Petra, wie dem auch sei. Du hast doch gar keine Bluse an. Sorry, das war meine Schwester, Bock auf den Dreier.
Nein. Ich glaube, ich habe eine Antwort. Nein, das ist nicht meine Antwort. Ich sage das einfach bei jedem. Es passt einfach überall. Boah. Ja, ja, ich würde einfach schreiben, und auch keine Hose. So, cool. Ich sage, die nächste Antwort könnte sein, überprüf es doch. Oh, okay. Das ist sicher okay. Da, Scheiße. Jetzt kommen wir, die dritte Nachricht lautet. Lara Petra, meine beiden Namen und die Bluse ist nicht das Einzige, was bei mir fehlt. Okay, aber noch nicht aufgeben, wir kommen zu den nächsten, zum nächsten Verlauf. Der Lennart. Voller Name. Ich weiß, das klingt total scheiße und abgefahren, aber hättest du Interesse an einem Pornodreh? Nicht persönlich gemeint. Ja klar, wie viel Gage? Hahaha, nee, Scherz, Mann. Ich beschreite bereits eine Karriere in einem anderen Business. Haha, Comedy bringt dir nichts. Das habe ich euch geschrieben. Ist das deine Antwort, oder? Ja, das ist meine Antwort. Okay, uff. Ah, da kann ich fast nicht mithalten. Ich habe halt einfach Erfahrung in dem Buch. Ah, ja, voll. So haben wir meine Küche, deine Küche geschrieben. Ja, super. Ich würde sagen, nein, Spass, wie viel Geld bekomme ich jetzt? Oh, ist überhaupt schön, antwortet jetzt. Maske tragen möglich? Oh. Ja, okay, nein. Ich bin doch besser. Ja, genau. Doch, ich würde sagen, den Punkt geben wir ihr, oder? Kommen wir zu der Susanna? Susanna. Lust, was zu unternehmen? Und was genau? Was trinken oder essen gehen? Oder eine Bank ausrauben? Oh, ich habe eine Idee. Alter, was ist das für ein Satz? Okay, wow. Bank. Bin fix dabei. Voll, hätte ich auch gesagt. Meine Antwort genau da will ich jetzt gar nicht sagen im Fall. Genau ich hätte gesagt, ich raub dir lieber die Kleider. So, kommen wir zur letzten. Hey, Alina, bevor ich mir hier irgendwelche Mühe umsonst mache. Was? Okay. Das ist schon alles. Ja, man kann es auch kurz machen. Bock auf einen Dreier, willst du jetzt sagen? Ja. Frank mit CK. Ja, ist okay. Würde ich blockieren. Hey, Alina. Okay. Also, ich glaube, ich würde einfach sagen, mach dir zuerst mal umsonst Mühe, dann können wir weiterreden. Oh, ja, da kann ich nicht mithalten. Hast du irgendein Problem mit kleinen Penissen? Blockieren. Ja, ich hoffe nicht. Aber ja, das war jetzt also von unserer Seite. Mehr Bitte schon der Luxe gibt es auch jederzeit auf unseren Social Media Kanälen, via YouTube oder Instagram. Vielen Dank an Trina, Krishna Raya. Schön, dass du da bist. Danke auch euch, das tolle Publikum hier im Theater am Gleis in Winterthur. Ihr seid super gewesen. Und auch danke fürs Zuschauen von zu Hause aus. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.